Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Büchervideo für euch, denn ich habe etwas gelesen im Januar und Februar und ich weiß, ich bin sehr spät dran für meinen Lesemonat Januar und Februar. Aber egal, ich zeige euch jetzt trotzdem, was ich in den ersten beiden Monaten 2021 gelesen habe. Folgt mir übrigens auch gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv und abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Büchern und zu Serien. Und dann starten wir mal mit dem ersten Buch und zwar war das Sprache und Sein von, ich werde den Namen vermutlich falsch aussprechen, Kybra Gümüşsay. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man den Namen ausspricht. Das ist ein süßes, dünnes Büchlein, das sich aber wirklich sehr, 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 sehr lohnt. Also es ist ein Sachbuch und es geht, wie der Name schon sagt, sehr krass um Sprache und um Sein. Also um Identität und so. Also im Prinzip darum, wie Sprache unsere Wahrnehmung auch beeinflusst. Gerade in Bezug auf Menschen. Und wie gesagt, also das Buch ist echt, also das kann man wirklich in ein, zwei Tagen lesen, wenn man sich da mal hinsetzt. Es hat also effektiven Text zum Lesen, mal abgesehen von Danksagungen und sowas, hat es 182 Seiten, also knapp 200. Und ich finde, dass das viele Leute gelesen haben sollten, einfach weil es ein wichtiges Thema ist. Ne? Dass man nicht einfach irgendwelche Sachen sagt, die anderen Menschen wehtun, sondern dass man einfach mit der Zeit geht und einfach, ja, sich einfach mal schlau macht, was angebracht ist, was unangebracht ist und so weiter und so fort. Deshalb an dieser Stelle eine große Empfehlung. Dann habe ich endlich mal Stolz und Vorurteil von Jane Austen gelesen. Dieses Buch war eigentlich echt gut. Ich fand es an manchen Stellen ein bisschen langweilig und trocken und langgezogen. Aber letztendlich irgendwie ganz cool. Ich denke, jedem von euch ist Stolz und Vorurteil ein Begriff. Ist halt einfach ein Klassiker und eine Liebesgeschichte. Ich muss aber sagen, zum Beispiel Mr. Darcy, alle, nicht alle, aber viele gehen ja super krass auf Mr. Darcy ab. Ich bin da gar nicht so der Fan von dem. Ich dachte, mich erwartet da wer weiß was, weil ich habe den Film Stolz und Vorurteil, keine Ahnung, angeschaut, als er halt rauskam. Aber das war ja auch irgendwie 2003 oder so. Und deswegen konnte ich mich auch nicht mehr richtig erinnern, was da passiert. Und ja, ich wollte mich überraschen lassen. Und man muss schon sagen, es ist für die Zeit von damals ein feministischer Roman, würde ich fast schon sagen. Elizabeth ist ihrer Zeit weit voraus. Oder auch Jane Austen als Autorin, muss man ganz kurz sagen. Ich fand es nur, also ich fand es schon gut. Für einen Klassiker fand ich es gut, weil viele Klassiker halt auch einfach sehr, sehr trocken sind. Es ist einfach Geschmackssache. Wenn ihr jetzt nicht wisst, ob ihr es lesen sollt, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal die ersten 2, 3, 4 Seiten zu lesen. Wenn ihr in der Buchhandlung seid oder ne, online irgendwo oder sowas. Und dann könnt ihr einfach entscheiden, okay, ist es euer Ding oder nicht so. Weil das zieht sich halt durchs ganze Buch, dieser Schreibstil. Und damit muss man einfach klarkommen. Ich fand es ganz gut, aber ja, ist, glaube ich, nicht für jeden was. Und wie gesagt, man muss halt einfach damit rechnen, dass da manche Stellen einfach ziemlich langgezogen sind. Also ich fand Mr. Darcy jetzt auch nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. I'm sorry. Aber trotzdem ist es ein sehr, 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 sehr toller Roman. Dann habe ich den ersten Teil von The Passengers gelesen. Den habe ich ja letztes Jahr, ich glaube im Juni, Juli irgendwann gelesen. Und zwar The One von John Mars. Und Leute, was soll ich sagen? Es ist der Burner gewesen, okay? Also man muss das, also mal ganz kurz, was für ein geiler Buchschnitt, ja? Ich weiß auch gar nicht, ob ihr es richtig lesen könnt, weil das ist ja so in der gleichen Farbe. Ja, da, das ist im Prinzip, ich kann das Genre nicht so richtig einordnen. Es erinnert mich einfach so ein bisschen an Black Mirror, die Serie von Netflix. Ein bisschen Science Fiction, aber jetzt auch nicht, ne, so wie man so das klischeehafte Science Fiction mit kleinen grünen Männchen, keine Ahnung was. Ich fand es so geil, dazu kommt ja jetzt auch auf Netflix eine Serie raus und ich bin so gespannt auf die Serie. Es geht hier um eine App oder um eine Webseite, Match Your DNA, wo man quasi seine DNA abgibt oder einschickt und sowas. Und dann matchen die dich mit irgendeiner anderen Person auf der Welt und sagen dir, wer quasi dein perfektes Match ist. Und ja, dann kannst du es halt, wenn du willst, raus, also die Adresse und die Telefonnummer und so weiter irgendwie rauskriegen und Kontakt aufnehmen zu der Person. Oder halt auch nicht, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist und mit der Person noch glücklich ist und sowas. Aber wenn man halt das wissen möchte, wer das Perfect Match ist, da kann man dann natürlich auch mal ein bisschen der Sache auf den Grund gehen, whatever. Hier begleiten wir mehrere Menschen, also die Kapitel sind auch sehr kurz, was ich total gut finde. Jeder hat irgendwie so sein Geheimnis. Lasst euch einfach mal drauf ein. Also wenn euch diese Grundthematik interessiert, ja, weil es ist auch so ein bisschen mit einem Thrill-Aspekt, weil dann ist es eben so, dass hier, denn auch Seelenverwandte können Geheimnisse voreinander haben, manche davon sogar tödlich. Also es ist schon sehr spannend und man will die ganze Zeit weiterlesen und wissen, was steckt jetzt dahinter, was hat die Person gemacht, dass es dazu kommt. Oder ja, also ich will eben nicht so viel verraten, aber
Ich fand es super spannend und super cool und ich bin super krass auf die Serie gespannt. Ja, mir hat es total gefallen. Dann habe ich meiner lieben guten Emma Scott mal wieder eine Chance gegeben. Und zwar habe ich Between Your Worlds gelesen und was soll ich sagen? Also sagen wir es so. Ich habe es schon öfters mal gesagt, Bring Down the Stars und Light Up the Sky fand ich total toll. Aber sonst bin ich irgendwie tatsächlich nicht so eine Emma Scott-Leserin. Also ich probiere es immer wieder, aber es ist einfach nicht meins. Wisst ihr? Also hier geht es zum Beispiel um Thea und sie leidet unter einer dramatischen Form der Amnesie und alle 5 Minuten wird quasi ihr Kurzzeitgedächtnis wieder gelöscht und ja, also es ist im Prinzip so, sie vergisst wieder komplett alles und wird an irgendeinem Zeitpunkt katapultiert vor, ich weiß nicht, wie viel Jahren. Deswegen wohnt sie auch in so einer Einrichtung, so eine Art Betreuungsheim oder sowas. Und Jim, ich glaube Jim heißt er, Jim, kommt dann dorthin und will dort arbeiten und dort lernt er sie kennen, verliebt sich in sie. Aber natürlich ist das Ganze ein bisschen kompliziert, ne? Wenn die gute Frau alle 5 Minuten wieder alles vergisst und ihn quasi dann alle 5 Minuten neu kennenlernt. Und dann versuchen sie halt irgendwie eine Möglichkeit zu finden, zusammen zu sein, beziehungsweise das Problem zu lösen. Ich fand es sehr, 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 sehr ruhig. Sehr ruhig. Also gefühlt ist für mich jetzt persönlich nicht so viel passiert. Ich bin mir sicher, dass Leuten, denen so Bücher von Emma Scott, Brittany C. Cherry und sowas, also denen diese Bücher gefallen, die werden damit bestimmt auch ihren Spaß haben. Was heißt Spaß, ne? Ist schon ein bisschen sad. Aber die werden es mögen. Ist einfach nicht so mein Ding, okay? Ich bin nicht so von dieser Riege. Ich bin mehr so der L. Kennedy-Typ. Und deswegen war es einfach nicht so mein Fall, weil es mir zu ruhig war. Es war manchmal so ruhig, dass ich mehrere Seiten überblättert habe und quer gelesen habe, weil es ein bisschen langweilig war. Ich wurde mit den Charakteren auch nicht so ganz warm. Also sie fand ich ganz sympathisch, aber ihn habe ich irgendwie nicht so gut kennenlernen können. Und ja, also ich fand es einfach nicht spannend genug. Aber mein Problem mit dem Buch war einfach, dass es viel zu ruhig war für meine Verhältnisse oder für meinen Geschmack und einfach zu wenig passiert ist. Und es hat mich auch nicht berührt. Also ich weiß nicht, warum nicht, aber, beziehungsweise, ja, ich weiß schon, aber ja, ich will es auf jeden Fall nicht sagen, weil, ne, Spoiler und so weiter und so fort. Aber es hat mich einfach nicht berührt. Ich fand es ganz gut. Es war ein solides Buch, aber für mich einfach viel zu ruhig und zu langweilig. I'm sorry, alle Emma Scott-Fans. Es ist ja schön, dass es euch gefällt, aber meins war es leider nicht so. I'm sorry, okay. Dann habe ich die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig gelesen. Und erstens ist das Cover so pretty, dass ich weinen will, weil es wirklich so toll ist. Und die Geschichte ist auch wirklich, wirklich so schön. Man muss dazu sagen, Matt Haig ist ja auch ein Autor, der sehr viel, ja, so philosophische Themen in seine Bücher einbringt. Das sollte man einfach wissen, bevor man sowas liest, weil wenn man das halt zum Beispiel überhaupt nicht mag, dann, ja, weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, dann so ein Buch zu lesen. Aber hier geht es im Prinzip um eine Frau, die bringt sich um oder will sich umbringen. Und auf dem Weg ins Jenseits quasi kommt sie in eine Bibliothek. Und in jedem Buch ist quasi ein Leben von ihr drin, das sie hätte leben können, wenn sie sich anders entschieden hätte. Ne? Weil man stellt sich am Leben oft die Frage, so, ja, was wäre passiert, wenn ich das und das gemacht hätte, wenn ich in der 5. Klasse dem guten Jungen einen Liebesbrief geschrieben hätte oder so. Ne, ihr wisst, was ich meine. Darum geht es im Prinzip. Und dann springt sie quasi in ihre verschiedenen Leben rein, die sie hätte führen können. Mehr sage ich jetzt nicht. Und diese Thematik fand ich schon mal super spannend. An sich fand ich das Buch auch echt toll. Also ich muss sagen, ich mag den Schreibstil super gerne. Ich fand, dass es total krass zum Nachdenken anregt und man nimmt daraus auch viel mit. Man denkt dann später auch noch ein bisschen eben einfach drüber nach, was da gerade passiert ist. Mit der Protagonistin wurde ich nicht so ganz warm. Das war so ein bisschen so, ja. Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht so krass mit ihr mitgefühlt, aber ich fand es trotzdem total gutes Buch, also wirklich richtig, richtig krass. Ja, wenn ihr auf solche Themen steht, wenn euch das irgendwie anspricht, dann guckt da gerne mal rein. Und dann kommen wir jetzt noch zu zwei, ja, ich würde schon Highlights sagen, und zwar einmal ein New Adult Roman. Leute, ich weiß nicht, warum ich ihn nicht schon früher gelesen habe, okay? Ich weiß es wirklich nicht. Er wurde mir immer wieder empfohlen, aber ich dachte so, ja, das kommt irgendwann noch. Mir war einfach nicht danach. Und dann dachte ich so, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich mir It Was Always You von Nicola Hotel gekauft und verschlungen. Leute, ich liebe dieses Buch und ich habe mir auch direkt den zweiten Teil geholt. Der steht auch hier im Regal. Den werde ich auch definitiv bald lesen. Beziehungsweise einfach, wenn ich ein Buch lesen will, das einfach nur Spaß macht. Denn ich habe bisher nur ein Buch von Nicola Hotel gelesen, aber ich finde hier in diesem Buch, ich finde einfach, dass es einfach Spaß gemacht hat, die Geschichte zu lesen. Es ist nichts
was mich in Tränenberge gestürzt hat und mein Leben, mein Herz zerbrochen hat bis zum geht nicht mehr und drauf rumgetrampelt ist. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Es war ein Wohlfühlbuch und das finde ich einfach toll. Also das mag ich einfach bei Büchern, wenn man sich so wohlfühlt. Es geht um Ivy und Ivy ist kurz nach dem Tod ihrer Mutter weggezogen von ihrem Stiefvater. Und ja, der hat sie ein bisschen abgeschoben in so ein Internat und jetzt kehrt sie zurück. Er hat gesagt, er muss ihr was sagen und deswegen soll sie doch bitte zurück nach Hause kommen. Dort trifft sie auf Asher, ihren Stiefbruder, beziehungsweise ihre Stiefbrüder. Also sie hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, 2 oder 3 Stück. Ja, ich glaube 2. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall ihr älterer Stiefbruder Asher. Eigentlich, nee, er ist unausstehlich. Er ist echt ein bisschen kacke. Aber das hat dann natürlich alles seine Gründe, ne? Und man will natürlich wissen, okay, warum ist der Boy so? Aber irgendwie ist er halt auch ziemlich hot, muss man ganz ehrlich sagen. Und er sieht halt super aus. Und ja, ihr geht es dann natürlich nicht so gut, weil sie sich nicht wirklich wohlfühlt dort. Doch als Ivy erfährt, warum sie zurückkehren sollte, droht ihre Welt vollkommen auseinanderzubrechen. Ha, Leute, ich sag euch eins. Es war geil. Also ich finde das Buch so, so toll. Also mir hat es so gut gefallen. Es hat einfach Spaß gemacht. Man kann es nicht anders sagen. Deshalb freue ich mich schon sehr, noch weitere Bücher von Nicola Hotel zu lesen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr einfach ein Wohlfühlbuch lesen wollt, dann gönnt euch das mal. Und dann haben wir noch einen Liebesroman. Achtung, kein New Adult Roman, also kein New Adult Romance Roman, sondern einen typischen Liebesroman. Und zwar Jedes Jahr im Juni von Lia Louis, keine Ahnung. Und anhand des Covers könnte man jetzt sagen, oh mein Gott, das ist bestimmt super krass kitschig. Aber soll ich euch was sagen? Das war's nicht. Vielleicht ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen. Aber wirklich nicht eklig kitschig, sondern einfach schön kitschig. Und ganz ehrlich, Leute, hier steht drauf, dieses Buch ist einfach perfekt. Ein Quote von Julia Whelan, wie auch immer. Ich will auch ganz kurz sagen, dieses Buch ist perfekt. Also, pass auf. Es geht darum, dass Emmy und Lucas, ja, also es geht um Emmy und Emmy schreibt, als sie ein Kind ist, so ein Zettelchen und hängt es an einen Ballon dran und dann fliegt er los. Und daraufhin findet Lucas diesen Zettel und diesen Ballon und diesen Zettel, kontaktiert sie und daraus entsteht quasi eine Freundschaft. Und immer einmal im Jahr, jedes Jahr im Juni, treffen sie sich auch zum Essen und so. Und ja, hier jedes Jahr treffen sich die beiden am selben Ort. Jedes Jahr hat er ein ganz besonderes Geschenk für sie. Und jedes Jahr hofft Emmy aufs Neue, dass Lucas sich auch in sie verlieben wird. Doch dieses Jahr ist alles anders. Denn was Lucas ihr verkündet, lässt Emmys Herz in 1000 Stücke zerbrechen. Hat sie ihn damit für immer verloren? Je weniger ihr über diese Geschichte wisst, desto besser. Lasst euch darauf ein, es ist einfach der Burner. Ich fand es so toll, es war so ein geiler Schreibstil. Aber jeder, der gerne schreibt, kann aus diesem Buch, was den Schreibstil betrifft, einfach sehr viel mitnehmen, finde ich persönlich. Auch was Charaktere betrifft. Wie sich die Geschichte entwickelt hat, fand ich so cool. Ich mochte es super gerne. Es war einfach eine runde Sache. Es war, also wenn man wirklich sich ein Buch vorstellt, was rund ist, also jetzt nicht rund wie ein Ball, aber die Handlung ist rund. Ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach dieses Buch. Es war einfach rund in sich. Alles, es war einfach eine komplette runde Sache. Es war einfach so toll. Das Einzige, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen der Brizzle. Also ein bisschen Spannung zwischen den Charakteren. So ein bisschen so dieses wisst ihr, ich meine? Okay, wow, Maren. Naja, auf jeden Fall, das hat mir noch ein bisschen gefehlt. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, es ist einfach so gut gewesen. Es war so, so gut. Schreibt mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, welche Bücher ihr in letzter Zeit so gelesen habt. Das würde mich mega interessieren. Und wenn ihr Bücher davon gelesen habt, schreibt mir auch gerne mal, wie die euch gefallen haben. Schaut wie gesagt gerne bei mir auf Instagram vorbei und abonniert diesen Kanal für regelmäßige Videos zu Serien und zu Büchern. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!